Ihr wisst ja, Dokumentationen und Dokumentationsserien unterliegen bei mir keiner Wertung. Wäre dem aber nicht so, dann würde diese Serie hier locker 10 Punkte abstauben, allein schon wegen der wunderschönen, faszinierenden Bilder. Seit vergangenem Freitag ist sie auf Netflix anschaubar und damit geht es hier jetzt um unser Planet. Ob durch den Dschungel hinüber in die Eiswelt, ob durch die Küstenmeere hinüber ins Grasland und die Wüsten oder durch die Wälder über die Seen hinein in die Hochsee. Unser Planet zeigt mit den spektakulärsten Bildern die Schönheit des Planeten, das Zusammenspiel der Wildnis und Natur und verknüpft diese Eindrücke mit den Einwirkungen, die die Menschheit auf dieses System hat. Noch nie zuvor gefilmte intimste Momente seltenster Tierarten lassen einen nicht weniger als fasziniert zurück und zeigen, was wir seit Jahrzehnten immer schneller im Begriff sind, zu zerstören. Unser Planet hat 8 Episoden, die zwischen 48 und 53 Minuten lang sind, eine Netflix-Altersempfehlung von 6 Jahren und ist seit vergangenem Freitag, dem 5. April 2019, eben genau dort anschaubar. Es ist eine Doku-Serie, die mit unterschiedlichen übergeordneten Themen wie Wälder, wie Weltmeere, Hochsee, Eiswelten, Wüsten immer wieder uns in die verschiedensten Regionen der Erde abtauchen lassen und dabei fantastische Bilder einfangen. Zuletzt bei Unsere Erde 2 hatte ich vielleicht so ein ähnliches Gefühl auf der großen Kinoleinwand, das jetzt aber hier als Serienformat präsentiert zu bekommen, am besten zu Hause schauend mit einem 4K-Beamer oder Fernseher, ergibt das einfach eine unglaubliche, nicht nur Farben- und Artenvielfalt, sondern auch eine Faszination gegenüber der Natur. Ob es intimste Momente sind mit einem sibirischen Tiger, mit Aufnahmen, die es so noch nie gab, oder das Abbrechen eines großen Gletscherteils und die Wellen, die dabei entstehen, es ist einfach so überwältigend, dass ich ein Stück weit fast aus manchen Aufnahmen völlig berührt rausgegangen bin und größten Respekt habe vor der Machart dieser Doku-Serie und auf der anderen Seite man es auch immer wieder verknüpft mit der Verantwortlichkeit der Menschen und trotzdem auch hoffnungsvolle Momente herausarbeitet und zeigt, dass es anders gehen kann. Kurzum, Unser Planet, für mich eine Top-Empfehlung und eine der Sachen, die mir leider noch nicht, zumindest bei mir auf der Netflix-Startseite, sofort groß gefeatured werden, weil auch in der vergangenen Woche ein Sabrina Chilling Adventure of Sabrina Teil 2 rauskam und da wird mehr gefeatured in diese Richtung als Unser Planet, dessen Machart aber total eindrucksvoll ist, was man auch schon dann sieht, wenn man sich noch die Zeit gibt, nach den 8 Folgen das über einstündige Making-of-Behind-the-Scenes reinzuschauen, wo man wirklich auch sieht, wie wahnsinnig aufwendig es ist und wie lange man bei bestimmten Aufnahmen auf der Lauer gelegen hat, um diese Serie zu erschaffen. Kurzum, auf IMDb hat sie bei knapp 2000 Votes immer noch ein Voting von 9,8 von 10 Punkten und das nicht umsonst. Ich finde, Unser Planet ist eine ganz große Empfehlung für jeden. Übrigens, wenn man sich, und ich kann jetzt hier nicht so, ich kann da versuchen, regulär durchzugehen, weil über den Cast erfährt man eigentlich insofern nur viel, weil das sind Tiere auf der einen Seite und die Menschen, die diesen Film machen, da sollte man sich wirklich das Behind the Scenes anschauen, weil es wirklich spannend ist, auch wenn ich bisher zu dem Zeitpunkt, wo ich die Review mache, nur die eine halbe Stunde geschafft habe zu schauen. Davon fand ich das schon sehr beeindruckend. Im Original gesprochen von David Attenborough, in der deutschen Variante von Christian Brückner, der unter anderem die deutsche Stimme von Robert De Niro ist, also eine sehr eingängige Stimme und damit auch noch so einen erfahrenen Faktor mit reingibt, wenn man eben diese Bilder, die man sieht, so kommentiert, ist die Kameraarbeit einfach wow, mit einer unglaublichen Ruhe teilweise gefilmt und einem Detailreichtum, dass das auf 4K zu Hause richtig toll aussieht und einfach sprachlos macht. Das Szenenbild ist je nach Thema einer einzelnen Episode rund um die Erde gelagert und habe ich zuletzt so gesamtheitlich vielleicht ansatzweise eben bei Unsere Erde 2 erlebt. Die Musik ist manchmal vielleicht ein Ticken zu dramatisch in dramatischen Momenten, aber auch hier möchte ich sagen, weil gar nicht so eine typischen, wir reißen die Beute und vielleicht verhältnismäßig blutrünstigen Szenen zu stark in den Vordergrund gerückt werden, dass man vielleicht mit dem FSK 6, gerade bei Kindern, die sehr fasziniert sind bei Tierdokus, die das ja auch anders aufnehmen, ich sagen würde, kann man wirklich in großen Teilen anschauen, diese ganze Serie zusammen
zusammen mit den Kleinen, muss ich am Ende einfach sagen, dass das eben auch natürlich keine Effekte hat. Und wenn man dann mal die Echtheit sieht von den Wellen, die geschlagen werden, wenn ein zehntausende Tonnen schweres Gletscherstück ins Wasser drückt und nach oben schießt, dann ist das so eindrucksvoll, dass ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mich frage, was finde ich gut an unserem Planet, das ist alles. Was finde ich nicht gut? Das ist nichts. Und wem würde ich diese Serie empfehlen? Jedem. Und ich habe das auch schon auf Instagram, auf Insta-Story erzählt, während ich das gesehen habe. Und jeder, der daraufhin eingeschaltet hat, hat mir sofort geschrieben, danke für die Empfehlung, richtig cool, was für Bilder, wow. Deswegen an dieser Stelle bin ich richtig großer Fan davon. Vielleicht gibt es davon dann auch eine zweite Staffel. Nur, wenn man sich das Making-of anschaut, dann bekommt man auch einen Eindruck davon, wie lange und viel und mit was für einer gigantischen Crew man an diesen Bildern gearbeitet hat. Das könnte definitiv auf sich warten lassen. Aber wer nur ansatzweise solche Formate mag, sollte sich unser Planet nach dieser Review einfach schleunigst auf Netflix anschauen. Ich glaube, ihr versteht relativ schnell, worum es geht. Sei noch gesagt, dass die erste Episode grundsätzlich eher so eine Einordnungsepisode ist, von dem so ein bisschen mehr so um den ganzen Erdball gehend und dann erst die folgenden 7 sich etwas spezialisieren. Sei an der Stelle noch erwähnt. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu unser Planet und Kritik kann man es gar nicht so richtig nennen. Es ist einfach ein Abgesang auf die Schönheit dieser Bilder, die dort gezeigt werden und auch vielleicht ehrfürchtig zurücklassen und deswegen eine ganz große Empfehlung. Ich bedanke mich fürs Reinschalten an dieser Stelle und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.